Hallöchen, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir. Und zwar teste ich diesmal den Tangle-Teaser gegen die normale Haarbürste. Ja, ich ging letztens in den Laden und sah diese Bürste auch noch mit einer sehr geilen Farbe, wie ich finde, und dachte mir, interessant, was ist das? Und habe hinten Folgendes gelesen, ich lese mal kurz vor. Ihre professionelle Bürste zum Entknoten von Haaren. Tangle Teaser kann bei allen Haartypen angewandt werden und verschafft in Kürze ein tolles Styling ohne Ziepen und Reißen. Da dachte ich mir, ohne Ziepen und Reißen hört sich ja schon echt sehr interessant an. Also nehme ich ihn einfach mal mit nach Hause und schaue einfach mal, warum er so gut ist. Und das werdet ihr jetzt sehen. Viel Spaß bei meinem Video. So, ich habe meine Haare jetzt durcheinander gemacht, damit der Test auch seine Wirkung hat. Und ich fange jetzt einfach mal mit der normalen Haarbürste an, die jeder von uns kennt. Genau, es tut weh, ich kann nicht mit einem Mal durch und ich muss jetzt hier an und hier unten weiterkämmen. Gut, also wie gesagt, es ist halt nichts Besonderes. Jetzt fange ich mit dem Tangle-Teaser an und gehe hier durch. Und ich kann auf jeden Fall das hier mit einem Rutsch durch und es zieht nicht und es tut nicht weh. Kratzt zwar ein bisschen auf der Kopfhaut, aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Ja, also im ersten Moment denke ich, das ist auf jeden Fall viel angenehmer. Ich kann einem durch, es tut nicht weh, fertig. So, was mir aber aufgefallen ist gerade, das hier macht zwar die Außenhaare hier schön glatt und geschmeidig und es tut nicht weh, aber da die Bürsten unterschiedlich lang sind, kann das hier die Unterhaare viel, viel besser bürsten. Das heißt, ich zeige es mal kurz. So, wenn ich jetzt hier drunter gucke, sieht man hier noch die Borsten. So, angenehm. Man packt auch einen Pack an, fertig. Zum Beispiel, das hier ist so, mache ich hier, das hier drunter und sehe, dass hier die Haare das unten hier gar nicht mehr berühren. Das heißt, es wird nur diese Haare werden berührt. Okay, was bringt mir das, wenn die oberen Haare richtig schön glatt und geschmeidig und glänzend aussehen, aber die unteren Haare hier total verknotet sind? Das heißt, ich müsste mir jetzt über Kopf gehen und meine Haare so nochmal runterbürsten, damit auch diese Haare richtig sauber, richtig schön glatt sind. Natürlich, sowas mache ich auch manchmal, wenn ich so das Gefühl habe, dass es noch alles noch total verknotet ist, auch mit dieser Bürste. Aber das ist ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache, vor allem wenn es mal schnell gehen muss. Also wenn ich dann mal, weiß ich nicht, irgendwie noch schnell meinen Bus kriegen muss und sehe oben meine Haare und dann mache ich hier, will meinen Schal anziehen, kennt ihr ja alle mit dem Schal an, ne? Dann verknoten sich die Haare hinten schnell, dann habe ich hinten noch mehr ein größeres Vogelnest hängen, weil ich einfach mit dem nicht richtig durchgekommen bin. Also für mich persönlich, ich finde es bei meinen langen Haaren einen großen Nachteil, dass die einfach so kleine Bürsten hat, dass es einfach klein ist, wie man erkennen kann. So, kommen wir zu meinem persönlichen Fazit vom Tangle Teaser. Und zwar ist die Reinigung einfacher als bei der normalen Haarbürste. Vor allen Dingen, weil das hier nämlich gerade ist und das hier ist so ein bisschen rund. Dann ist halt das Ziepen. Es zieht überhaupt nicht, es tut nicht weh. Anders als hiermit. Hier muss ich öfters mal durch die Haare durchgehen, weil es halt immer wieder stecken bleiben und es tut halt auch weh. Und mit dem kann ich einfach überall schnell durchgehen. So, da der hier sehr kurze Borsten hat und der sehr lange, komme ich mit dem halt nicht gut durch die unteren Haare. Also ich habe immer so das Gefühl, dass meine Haare nicht richtig durchgebürstet sind, sondern dass ich hier noch immer wieder weiter durchbürsten muss. Der Preis. 15 Euro für, sage ich jetzt mal, ein Stück Plastik, finde ich schon ein bisschen sehr, sehr viel Geld. Und so eine normale Haarbürste kostet 5 Euro. Ja, dann kommen wir noch zum Kratzen auf der Kopfhaut. Ich finde es als sehr angenehm. Es ist so ein bisschen eine kleine Massage, finde ich, für die Kopfhaut. Aber eventuell gibt es vielleicht einige von euch, die das nicht so angenehm finden. Also ich würde die Bürste nicht weiterempfehlen. Einfach aus den Gründen, die ich halt gerade genannt habe. Aber ich denke mir, für Leute, die sehr kurze Haare haben, könnte das schon sehr gut sein und auch sehr angenehm. Jo, das war's jetzt von meinem persönlichen
Fazit meiner Meinung zu der Haarbürste. Wenn ihr mein letztes Vergleichsvideo Invisibubble gegen normales Haargummi sehen wollt, dann könnt einfach rechts von mir klicken. Und wenn ihr mich abonnieren wollt und Bock auf mehr Videos von mir habt, würde ich mich freuen, wenn ihr hier unten drauf klicken würdet und mir ein Abo da lässt. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüssi!